Willkommen zu Find Room 96, einem weiteren Escape Game, welches ich mir heute angucken werde. Wir starten rein. Let's go! Studieren Sie diesen Raum sorgfältig. So sollte er aussehen. Wenn Sie Anomalien finden, benutzen Sie den Aufzug, auf dem Anomalie bestätigen steht. Ansonsten benutzen Sie den Aufzug, auf dem keine Anomalie steht. Wenn Sie sich auf Ebene 0 befinden, benutzen Sie immer den Aufzug, auf dem keine Anomalie steht. Um zu beginnen. Aktive visuelle Unterstützung im Optionsmenü, um die Identifizierung möglicher Anomalien auf den Ebene 0 zu erleichtern. Also es gibt aktive visuelle Unterstützung im Optionsmenü, um die Identifizierung möglicher Anomalien auf dem Ebene 0 zu erleichtern. Okay. Wie auch immer. Wir fangen mal an und schauen uns das mal um. Wir haben hier einen roten Teppich. Jetzt sehe ich schon mal, dass hier die schwarze Linie auf dem Teppich ist und hier ist die schwarze Linie daneben. Kann Grafikfehler sein, kann jetzt aber auch gewollt sein. Hier kann ich auch dieses Muster hier drin sehen, die X-e. Das muss ich mir schon mal merken. Dann habe ich hier eine schwarze Decke, wo zwei Lampen höher stehen. Eine ist vertieft neben den Rauchmelder. Ich glaube, denke mal, das könnte reichen zum Helfen, also zum Merken. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Strahler. 1, 2, 3, 4, 5 Strahler. Dann habe ich rechts eine Lampe, links keine Lampe. Und ein Bild in der Mitte hängt, ein Lüftungsgitter drüber. Dann sind hier die Aufzüge. Und hier drüben habe ich ein Bild, nicht mittig. Okay, das ist schon mal wichtig. Das ist nicht mittig aufgehängt, auch mit Lüftung oben drüber. Auch linke Seite eine Lampe, so wie da auch. Also auf gleiche Seite. Feuermelder und einmal ein Feuerlöscher. Dann habe ich hier ein Bild. Und hier oben habe ich jetzt 1, 2 Kameras, ein Exit-Schild. Wie geht das? Wie geht das? Was ist das denn? Das ist doch ein durchsichtiges Schild. Warum ist der Fußgänger hier rechts und hier links? Das ist schon mal, das ist wie mit dem Bild hier drüben, so wie es aussieht. Sachen, die von vornherein nicht richtig sind, damit sie einen durcheinander bringen. Gut, dass ich das schon gesehen habe. Ein Feuermelder, dann habe ich hier ein Bild mit der Straße, ein Bild mit der Brücke, dann habe ich hier ein grünes Schild mit Please make the room, also Raum sauber machen und Please do not disturb, also bitte nicht stören. Okay, dann habe ich eine Holzvertäfelung, die gleichmäßig aussieht und die beiden Türen haben dasselbe Muster, Türgriffe links. Wir kennen das aus anderen Spielen, dass das auch mal andersrum sein kann. An der Seite genauso. Und dann habe ich hier nochmal das Bild mit der Straße. Also ist das dasselbe Bild? Okay, ist dasselbe Bild wie hier vorne. Ist auch wichtig, das wird sicherlich mal getauscht werden. Und hier oben wieder eine Kamera. Hier oben habe ich einen Strahler mit 5 Lampen. Hier sind 2 Lampen, da sind 2 Lampen. Die Decke ist vertieft an der Stelle. Hier habe ich so eine Fliese auf dem Boden. Hinten das Muster von der Tapete über Gleiches. Muss ich auch mal darauf achten. Ebenenschild wird sich ja ändern, kann ich mal von ausgehen. Und das sagen wir mal, hier ist nichts. Ebene 0 wird grün. Okay. Jetzt komme ich hier raus und schaue mich um. Ich habe hier das Bild, was nicht mittig hängt. Gut, dass ich das gleich von vornherein mit aufgenommen habe. Ansonsten hätte ich mich jetzt schon wieder gefragt, ist das jetzt richtig? 1, 2, 3, 4, 5 Lampen. 1, 2, 3, 4, 5 Lampen. Hier ist das Bild. Das scheint auch in Ordnung zu sein. 2 Lampen höher, eine tiefer, Rauchmelder. 2 Kameras, Exit-Schild. Männchen einmal rechts und wieder rechts. Okay. Dann habe ich hier das Bild mit der Straße und hier das Bild mit der Brücke und hier ist der Feuermelder, genauso wie da drüben auch. Dann habe ich hier das rote Schild. Schiff das richtige drauf und hier ist das grüne Schild. Türen stimmen auch soweit, 2 Strahler. Stimmt, 2 Strahler. Hier ist der, also die Kamera in der Ecke. Dann habe ich hier meine Lampe und das Bild stimmt auch. Kann ich sonst noch irgendwas erkennen? Weil bis jetzt sieht das alles schick aus. Hier sind die Fliesen. Ist irgendwas noch unterschiedlich, was wir übersehen haben könnten? Ich würde sagen, hier ist nichts. Ich lasse mich überraschen. Mal gucken. Grün, sehr schön. So, hier wieder das Bild.
Es triggert mich, es ist nicht mittig. Wieso würde ich nie ein Bild aufhängen? Das wird es bei mir nicht geben. Nein, nein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zwei erhöhte, eine tiefere neben den Rauchmelder. Das stimmt auch soweit. Lampenbild auf der Seite und auch da auch. Das Bild stimmt auch. Lüftung ist oben drüber. Kamera, Kamera, Männchen rechts. Männchen rechts, okay. Ein Bild mit Straße, das Bild mit Brücke. Lüftung sind oben drüber. Hier ist der Rauchmelder. Hier ist eine Deckenlampe, rotes Schild, grünes Schild. Da ist ein Feuerlöscher an der Wand. Der war vorher nicht da. Also Anomalie. Zack. So, wollen wir schauen. Das Bild hängt hier richtig. Auch die Reihenfolge stimmt. Lampe ist da. Ah, hier ist kein Teppich. Moment. Anomalie. Jetzt ist der Teppich wieder da. Haben wir das Bild hier. Zwei Lampen da. Da sind die fünf. Hier sind die fünf. Hier habe ich das Bild. Feuerlöscher. Hier habe ich das Bild dran. Das stimmt auch. Rauchmelder. Das ist in Ordnung. Das ist soweit in Ordnung. Das Bild stimmt auch. Kamera, in welche Richtung zeigt die eigentlich? Geht nach da, okay. Ist das jetzt vorne auch? Haben die immer die feste Richtung? Haben die doch gar nicht drauf geachtet. Die zeigt hier hin und die zeigt hier hin. Ist ja was auffällig noch. Ich würde sagen, hier stimmt jetzt alles. Ich schau mal. Falsch, okay. Ich habe das nicht gesehen, verdammt. Eben eine Null und gleich wieder rein in den Fahrstuhl. Neuer Versuch. So, hier ist das Bild. Feuermelder, Feuerlöscher, Lampe, keine Lampe. Da ist das Bild. Die Tieflung stimmt soweit. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 Strahler. 2 erhöht, einer tiefer. Rauchmelder. Exit-Schild. Zweimal Kamera. Die Richtung müsste eigentlich auch die gleiche sein. Ja, ist die gleiche Richtung. Wie eben auch. Männchen rechts, okay. Straße, Brücke. Hier stimmt das auch. Hier ist ein Schild mehr, okay. Das zweite grüne Schild ist nicht in Ordnung. So. Gleiches Spiel nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Erhöht, erhöht. Tiefer Rauchmelder daneben. Feuermelder, Feuerlöscher und das Bild, was nicht mittig hängt. Das Bild von der Landschaft. Männchen rechts, okay. Bild mit Straße, Bild mit Brücke. Grünes Schild, rotes Schild. Hier ist die Lampe in Ordnung. Da sind zwei Strahler, da sind zwei Strahler. Und das stimmt auch. Gucken, ob ich noch irgendwas sehe. Sind die Echsen auch immer durchgezogen hier? Ich würde sagen, alles in Ordnung. Sehr schön. Stört irgendwas mit Schlagzeit oben. 5 Minuten 34 von 10. Bin mal gespannt, was das bedeutet. Ist das die Bestzeit? 10 Minuten vielleicht? Wie man das schaffen könnte? Wenn man dann ein bisschen in Übung ist. Ich denke mal, jetzt, wo man das ganz neu spielt und noch nichts kennt, wird man das eine Zeit lang nicht schaffen können. Also Lampe, Lampe. Oder man macht das einfach husch husch auf gut Glück und hat vielleicht das Glück, dass man durchkommt. Rauchmelder. Das stehen dann zwei Lampen. Das stimmt auch. Hier ist der. Und hier, das war auch das gleiche Bild wie hier vorne, ne? Genau, also Anomalie. Sehr schön. So. Hier ist das Bild. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Hier ist der Streifen drauf, da ist er daneben, das stimmt auch. Beide Kameras, Feuermelder, Feuerlöscher, Lampe, das Bild. Und da hängt ein anderes Bild. Da ist zwar diese Landschaft eigentlich mit dem Wasser. Sehr gut. Ebene 5. So. 5er und 5er Lampenreihe. 2 erhöht, eine tiefer gesetzt. Das stimmt auch. Hier ist das Bild jetzt wieder richtig. 2 Kameras. Einmal das Exit-Schild. Auch richtig rum. Feuermelder, Straße, Brücke, rotes Schild und rotes Schild. Ne, das war ein grünes, das ist eine Anomalie. So. Mal schauen. Lampe rechte Seite. 2, 3, 4, 5 Lampen. Die 2 erhöht, eine tiefer gesetzt unter Rauchmelder. Dann habe ich hier den Feuermelder, den Löscher, das Bild hier vorne, rechtes Männchen, Straße, Brücke, grünes Schild, rotes Schild. Die Lampe stimmt, 2 Strahler, da sind auch 2 Strahler, Kamera, und das Bild stimmt auch. Also soweit stimmt das schon mal. Mal gucken, ob wir noch etwas sehen können. Die Musterung der Türen ist vernünftig. Die Tierflucht sieht gut aus. Wenn ich nicht weiß, hier ist etwas Braunes drin. Ist das hier auch? Ist das eine Anomalie? Guck mal, hier ist das braun. Jetzt die Frage, ist das eine Anomalie oder habe ich das nur immer übersehen? Ich riskiere mal. Ich sag mal, das ist eine Anomalie. Nein, war verkehrt, okay, also immer so. Also wieder so ein typischer, extra eingebauter Fehler. Verdammt, ich guck nochmal. Ja. Oh, das ist fies. So eine Dinger finde ich fies, wenn das so Sachen sind, wo man sagt, das ist jetzt nicht symmetrisch, nicht gleichmäßig. Das kann nicht richtig sein und dann, ja, mal gucken. Ob ich das jetzt ein bisschen schneller machen kann von dem Gucken. Das stimmt soweit. Das Männchen stimmt schon soweit. Dann habe ich hier den Feuermelder. Das Bild ist verkehrt. Das habe ich das hier. Strahler in Ordnung, Strahler in Ordnung. Das Bild hängt vernünftig. Teppich ist soweit okay. Kameras. Männchen richtig. Brücke grün und rot. Die Lampe stimmt, 2 Strahler, 2 Strahler, das ist normal. Das Bild stimmt auch. Nochmal genauer gucken. Die Kamera da ist auch da. Ist noch eher was Auffälliges, was ich so jetzt nicht sehe. Vielleicht auch mal das Muster der Tapeten angucken. Ich würde sagen, hier ist alles in Ordnung. Nein! Oh, verdammt. Das kann doch nicht sein, ne? Das ist verdammt schwer. Ich hab nichts gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Dafür, dass das Spiel ohne Monster ist und man nicht sterben kann. Anomalie, das Bild ist kleiner. Ist es verdammt schwer, die Fehler zu finden manchmal. Also, kleineres Bild. Na gut, das macht es mir aber leicht hier, also ganz ehrlich. Zweimal hintereinander das gleiche, nur ein anderes Bild. Das ist ja... Nee. Männchen rechts, Männchen rechts. Feuermelder, das Bild stimmt, das Bild stimmt. Oh, hier ist was kaputt. Kann was passieren? Kann man was sehen? Nee. Anomalie. So, das Bild stimmt. 5er Lampenreihe. Das stimmt auch, das Bild stimmt. Exit. Ich weiß, ein bisschen risikoreich, dass ich das jetzt ein bisschen schneller mache, aber ich habe diese Schlagzeit oben schon überschritten. Wenn ich Pech habe, muss ich das alles vielleicht nochmal spielen, weil die vielleicht sagt, du hast nicht bestanden, mach nochmal. Ich weiß nicht, was das bedeutet.
So, ist hier noch irgendwas zu sehen, dass ich hier was übersehen habe von den Anomalien? Ich sehe nichts. Ah, puh. Puh, puh, puh. So, nächste Ebene. Das Bild stimmt. Die Lampen sind alle da, wie sie sollen. Das stimmt auch. Kameras, Männchen rechts, Männchen rechts. Das Schild. Ah, das ist eine Schale, die gehört da nicht hin. Die gehört da nicht hin. Ebene 6, okay. Das sieht schon mal gut aus. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Zwei Kameras. Zwei erhöht, den tiefer drinne. Wenn man einmal alle Anomalien wirklich mal gesehen hat und gefunden hat, ist natürlich eher einfacher, ne? Aber dadurch, dass ich jetzt schon mal zweimal das nicht gesehen habe, woran es gelegen hat, da ist der Feuerlöscher wieder zu viel, ist das ganz schön schwer, jetzt wirklich einmal mal zu sagen, ich falle nicht auf dieselbe Sache nochmal rein. Weil ich das halt nicht gesehen habe, ne? Das ist schwierig, schwierig. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aber das wäre auch blöd, wenn das Spiel jetzt schon durch wäre und man so gar nichts zu tun hätte. Dann braucht man so ein Spiel sich auch nicht holen. So, Exit. Und vor allem habe ich ja nach dem Hotel, so ist es aus dem noch ein Hotel. Mal gucken, ob wenn man das hier schafft, ob es dann automatisch freigeschaltet wird. Jetzt sehe ich wieder gar nichts. Ist aber meistens gefährlich. Also zweimal hintereinander kann ich mir das nicht vorstellen. Es müsste eigentlich ja was geben hier. Aber was? Sonst laufe ich noch weiter durch die Schlange, aber ich sehe nichts. Puh. Huiuiui. Okay. Die Lampen stimmen, der Rauchmelder stimmt. Das Bild stimmt auch. Teppich stimmt soweit auch. Exit rechts und rechts. Feuermelder. Der ist drüben auch dran. Genau. Das Bild stimmt. Das Bild stimmt. Hier ist grün. Da ist rot. Dann ist eine Fünferlampe. Die Strahler stimmen. Das Bild stimmt. Das ist normal. Das sieht gut aus. Ich sage jetzt mal keine Anomalie. Puh, geschafft. Nächste Ebene. Das Schlimme ist ja, dass man komplett von vorne anfangen muss, wenn man es nicht schafft, dass man nicht nur ein, zwei zurückkommt, sondern man muss ja alles neu machen. Aber das ist ja normal bei diesen Spielen. Das Bild ist auch ein Key. Bei den Kameras. Exit-Schild, hier ist die Straße, hier ist die Brücke. So stimmt das schon mal. Hier ist rot und da ist grün. Fünfer Strahler, da sind zwei Lampen, da sind zwei Lampen. Kamera und das Bild stimmt auch. Also ich würde sagen, hier ist das in Ordnung. Nochmal auf die Muster gucken. Sieht aber soweit okay aus. Ist hier noch irgendwas zu sehen, was ich übersehen haben könnte? Ich würde sagen, hier ist alles in Ordnung. Bitte, 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 bitte. Puh. Nächste Ebene. Hier ist das falsche Bild. Sehe ich jetzt schon. Zack. Dankeschön. 11. Ich weiß nicht, wie viele Stockwerke haben wir eigentlich. Das stand da nicht bei. Fünf Lampen, fünf Lampen. Zweimal Kamera. Teppichmuster ist okay. Da ist die Lampe, die Sachen hängen dran, das hängt da dran. Männchen rechts, hier sehe ich schon das falsche Bild. Anomalie. Und grün, sehr schön. Und jetzt sehe ich da eine Tür. 96, ha! Das hätte ich gesagt, das ist eine Anomalie, aber geschafft. Vielen Dank, dass Sie das Spiel spielen. Lade des Hauptmenüs. Okay. So, jetzt haben wir das geschafft und jetzt können wir mal gucken, ob wir vielleicht das zweite Hotel noch machen können. Bin nur ein paar Minuten jetzt dabei. Ebene, zweite Hotel geht nicht.
Das geht nicht. Hier steht Beat Time für Hotel 1. Ich soll die Zeit einhalten. Ah, dann ist das, ist diese Spielzeit, die oben abläuft. Ich muss das unter 10 Minuten schaffen, damit ich das nächste Hotel freischalten kann. Okay, das werde ich mal versuchen, ob ich das jetzt mal so einen Speedrun hinkriege. Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen gesehen. Vielleicht kriegen wir es einigermaßen schnell hin. Wir haben 10 Minuten Zeit. Das müsste man eigentlich schaffen, wenn ich nicht eben so viel langsam geguckt hätte und noch nicht so viel erkannt hätte. Also ich kenne da jetzt einiges mehr, dann hätte man das auch schneller schaffen können. Wir machen das mal auf die Schnelle. Das Bild stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, ich laufe gerade durch Ebene 0, ne? Ich hätte nur hochgehen müssen, richtig? Ich bin doof, okay. Tux, tux, tux. Null ist immer in Ordnung. So. Jetzt aber gucken. Das Bild stimmt. Den Lampen habe ich noch keine Änderung gehabt. Heißt natürlich nicht, dass das nicht noch kommt, ne? Also, das stimmt auch. Hier drüben grünes Schild, linke Seite. Das rechte Seite gehört da nicht hin. Nächste Ebene. Das Bild stimmt. Das stimmt. Die Lampen. Stimmt auch, dann habe ich hier mein Exit-Schild und die Kameras, das stimmt auch. Hier ist kein Bild, hier ist die Straße, hier ist die Brücke, da ist grün, da ist rot, da ist nichts. Fünfer, die Strahler oben drüber, das Bild stimmt auch. Und damit würde ich sagen, ist das in Ordnung. Mal schauen, bitte, bitte, bitte. Nein. Ah, verdammt, wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe erst eine Minute verbraucht, okay. Ich muss das schneller hinkriegen. Wieso habe ich hier wieder nichts gesehen? Was war da eben der Fehler, verdammt? Ich bin Ebene 0, ich fange schon wieder an zu gucken. Ebene 0 brauche ich nicht gucken. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich könnte auch einfach nur stumpf irgendwie reinlaufen. Mal da und gucken, hoffen, dass ich richtig liege. Aber okay. Stimmt, 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 stimmt und stimmt. Was könnte noch anders sein? Die Täfelung stimmt, die Türen stimmen auch soweit, die Griff ist richtige Seite. Ich würde sagen, hier ist in Ordnung. Sehr schön. So. Das Bild stimmt. Das stimmt auch. Auch die Reihenfolge bitte. Ja, passt. Dann habe ich hier meine Strahler an den Seiten. Das passt alles. Der eine ist vertieft neben die Rauchmelder. Dann habe ich hier das Exit-Schild. Dann habe ich hier das Bild und das Bild. Grün, da ist die Tür kaputt. Das kennen wir schon. Sehr schön. So mag ich das, Sachen, die ich schon kenne, immer wieder vorkommen lassen. Dann bin ich schneller durch. So. Hier fehlt der Teppich. Sehe ich jetzt schon. Das Lampe falsche Seite. Haha. Es kann auch schneller gehen. Aber manchmal sieht man es eben auch nicht. Das ist das Problem. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Rot. Grün, das Bild stimmt. Auch der Feuerlöscher ist zu viel. Hätte ich gleich sehen können, verdammt. Einfach mal alles genau angucken, Tux. So. Das Bild stimmt, die Lampe ist richtig. Die Deckenlampen sind richtig. Hier passt das auch. Rechtes Männchen, Straße, Brücke, Grün und Rot. Die beiden Strahler da und da auch. Da ist das falsche Bild. Muss eine Straße sein. Sehr gut. Das Bild ist kleiner. Sehr gut. Geht schnell. Jetzt ist das Bild kleiner. Das habe ich da vorhin schon mal gehabt, oder? Genau in derselben Reihenfolge, oder? Oder eben andersrum, aber jeweils das Bild kleiner. Wie billig. So. Hier lang gehen. Lampen stimmen soweit, das sehen kann. Streifen ist okay. Die X sind da drauf.
Nicht, dass auf den XNR, wo mal eines andersrum zeigt, ne, und man da nicht so hinguckt. Das wäre fies. So. Da ist rot, das ist verkehrt, da muss grün sein. Anomalie. Das ist auch okay soweit. Das stimmt auch. Die Lampen stimmen auch. Das Bild stimmt, die Lampe ist auch auf der richtigen Seite. Die beiden Kameras. Das Notschild. Das stimmt auch. Das stimmt auch. Rauchmelder. Das Bild stimmt auch. Mal gucken, ja, wie mit der Tieflung ja was verkehrt ist. Sieht aber gut aus soweit. Hier was übersehen. Ich würde sagen, das ist in Ordnung. Bitte, 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 bitte. Puh. Oh, ich will das sehen, wie das zweite Hotel aussieht. Also. Okay, die Lampen. Lüftungsgitter. Kameras. Rechtes Männchen, rechtes Männchen. Hier ist ein Bild, das stimmt, das Bild auch. Hier ist grün, hier ist rot. Strahler, Strahler. Lampe, das stimmt auch. Die Muster von den Wänden ist okay. Ist hier was zu sehen noch? Ich würde sagen, es ist okay, aber ich muss noch mal kurz gucken. Ich finde das mich verdammt schwer, sowas alles. Die Lüftungsgitter sind auch alle da. Ich würde sagen, es ist okay. Bitte, 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 bitte. Ja. Da ist die Tür. Und sehr gut. Dann müsste ich jetzt eigentlich das zweite Hotel auswählen können. Mal schauen, Ebene. Jetzt Hotel 2. Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Ich würde aber trotzdem sagen, ich beende jetzt das Video hier. Wir haben dieses erste Hotel geschafft. Das zweite mache ich dann beim nächsten Mal. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Betax. Ciao, ciao.